10 Monate vorher haben wir angefangen, das Zimmer meiner Tochter zu renovieren. Das Zimmer hat schon einiges gesehen. Zuerst war das ihr Kleinkindzimmer, was wir nach Montessori gestaltet haben. Später teilte sie das Schlafzimmer mit ihrem Bruder und dieser Raum war ein Spiel- und Lernzimmer für beide Kinder. Aber es kam die Zeit, wo sie ihren eigenen Reich wieder gebraucht hat. Und da sie auch dieses Jahr in die Schule geht, war das ein sehr guter Zeitpunkt, das Zimmer wieder umzugestalten. Ich bin super glücklich, dass Annabels Zimmer nun endlich fertig ist. Alle haben mitgewirkt. Unser Opa und unser Papa haben meine Pläne tatkräftig umgesetzt. Folge mir heute, um den gesamten Prozess zu sehen. Kinderzimmer soll ja verschiedene Funktionen erfüllen. In dem Zimmer schlafen die Kinder, erholen sich, lernen, spielen, träumen. Das Zimmer von Annabel ist 17 Quadratmeter groß. Allerdings hat es eine schwierige Form, lang und eng, und dazu gibt es noch zwei bodentiefe Fenster. Ich habe das Zimmer in zwei Bereiche aufgeteilt. Der eine Bereich sorgt für Erholung, Entspannung und der andere Bereich ist für das Lernen und Spielen gedacht, wo man sich konzentrieren kann, wo man vielleicht auch künstlerisch sich ausdrücken kann, malen kann. So konnte ich das Zimmer visuell brechen und dieses lange Zimmer funktional unterteilen. Mein Ziel war, das Zimmer so zu gestalten, dass es mit meiner Tochter mitwachsen kann. Die Möbel und Deko soll nachhaltig und funktional sein, so dass es sich den ändernden Bedürfnissen des aufwachsenden Kindes gerecht werden kann. In 5 Jahren haben wir bereits das Zimmer so oft umgestaltet, so hoffe ich diesmal geschafft zu haben, nachhaltige Lösungen gefunden zu haben. Den Erholungsbereich wollte ich von dem Rest des Zimmers etwas abtrennen, klare Grenzen schaffen. So kam die Idee, diesen Bereich zu tapezieren. Um das Zimmer langfristig nutzen zu können, haben wir von der Kindertapete abgesehen. Ich fand dieses Motiv sehr beruhigend. Ich muss an einen Himmel denken, beim Sonnenuntergang vielleicht. Es sind sehr ruhige, dezente Farben, die auch Annabel sehr gerne gefallen haben. Als ich entschieden habe, das Bett an dieser Wand zu stellen, entstand ein Problem der Steckdosen. Sie hätte nicht mal eine Nachttischlampe haben können, da diese Wand keine einzige Steckdose hatte. Und ich finde, das Beleuchtungskonzept ist ein der entscheidendsten Elementen, das für die Ambiente im Zimmer sorgt. Das Zimmer braucht mehrere Lichtquellen. Für die Grundbeleuchtung sorgt die Deckenleuchte, aber es ist auch wichtig, eine Nachttischleuchte zu haben, eine Tischlampe im Arbeitsbereich und vielleicht ein indirektes Licht, was für eine besondere Atmosphäre sorgt. Die Akustikpaneele sind nicht nur als Dekoelement da, sondern lösen auch unser Lichtproblem. Die Idee habe ich von einem Instagram-Account, nämlich Annetas Leben, was ich auch sehr gerne verfolge, und diesen Account werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Die Akustikpaneele haben wir in der Mitte geteilt und an die Holzkonstruktion angebracht. Vorher hat mein Vater die Elektrik gemacht, so dass wir eine Steckdose an dieser Seite, aber auch eine Nachttischlampe bei dem Bett später installieren konnten. Auch die versteckte Leiste für den LED-Streifen konnte man leicht schaffen,
indem wir obendrauf die Wandleisten in gleicher Farbe wie die Akustikpaneele angebracht haben. Auch das kleine Nachttisch, was eigentlich ein Regal aus IKEA ist, konnten wir an die Paneele anbringen. Dafür haben wir an der Rückseite einen Holzbalken auf der Höhe des Nachttisches an der Wand befestigt. Das Bett habe ich ihr gekauft, als sie 5 Jahre alt war, und ich finde, das ist eine perfekte Größe für dieses Alter. Das ist 90 x 2 Meter und passt super für das Kind. Auch haben wir die Möglichkeit, das Bett zu vergrößern, wenn sie später sich für ein größeres Bett entscheidet, haben wir hier Platz, wo wir auch ein größeres Bett hinstellen können. Diese Bettwäsche hat sich Annabelle selber ausgesucht. Sie liebt die Bettwäsche und das Deckenende kann man auch ganz praktisch unter die Matratze schieben, so dass das Kind nachts die Decke nicht verliert. Der Kleiderschrank soll natürlich auch mitwachsen und funktional sein. Wir haben uns für Parks Kleiderschrank entschieden. Zum einen kann man diesen Kleiderschrank immer erweitern, die Parks-Elemente dazu kaufen, wenn nötig, und der Kleiderschrank kann lange in dem Zimmer bleiben. Die Aufteilung innen drin ist super. Man kann das individuell gestalten, so dass es deinen Bedürfnissen passt. Und für das Kind haben wir unten eine Kleiderstange angebracht, so dass sie selber ihre Kleider aufhängen kann. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, haben wir Regale gemacht, ausziehbare Schubladen, so dass sie wirklich selbstständig ihre Sachen einräumen kann, ausräumen kann, und dieser Kleiderschrank kann mit ihr mitwachsen. An der Seite haben wir ein Element mit den Regalen gemacht. Zum einen brauchte sie ein Regal, um ihre Bücher zu platzieren, und zum anderen hätten wir die Kleiderschranktür wegen den Paneelen nicht öffnen können. So war die Lösung, an dieser Seite Bücherregal zu machen. So hat sich hier genug Platz, um ihre Bücher aufzubewahren. Auf der anderen Seite ist ein Hocker. Dies ist von der Platzer-Serie. Das Holzpanel obendrauf ist von Besta. Ein Element von Akustikpanelen ist übrig geblieben und ich habe entschieden, dieses hier anzubringen, direkt an die Wand. Die grüne Farbe entspricht dem Farbkonzept in dem Lernbereich und definiert diese Ecke, wo sie gerne Bücher lesen kann, Tonybox hören kann oder sich hinsetzen und anziehen kann. Den Frisiertisch haben wir ihr zum Geburtstag geschenkt. Sie hat sich riesig gefreut, das zu bekommen, und da sie auch sehr ungern ihre Haare kämmt, wird es hoffentlich ihr dank diesem Frisiertisch leichter fallen. In diesem Bereich, das ist Lernecke, wir haben 2 große Fenster, bodentiefe Fenster. Es gibt ganz viel Licht und dieser Bereich ist dafür da, um zu lernen, wach zu sein, sich zu konzentrieren. Das wichtigste Element in diesem Bereich ist natürlich der Schreibtisch. Auch hier haben wir lange mit dem Gedanken gespielt, welchen Schreibtisch wir passend finden und welcher Schreibtisch kann mehrere Jahre Annabelle begleiten und mit dem Kind mitwachsen. Diesen Schreibtisch habe ich mir schon sehr lange ins Visier genommen. Als wir angefangen haben, dieses Zimmer zu renovieren, habe ich überlegt, was für einen Schreibtisch bekommt sie, wenn sie zur Schule geht. Und ich hatte schon lange mir gewünscht, einen höhenverstellbaren Tisch, weil ich finde, das ist wirklich sehr passend für ein Kind, was ständig wächst, was jedes Jahr größer wird. Und der Tisch soll ja auch mitwachsen, damit es ergonomisch ist, ja, damit das Kind auch richtige Position an dem Schreibtisch hat. Und plötzlich bekomme ich E-Mail mit Kooperationsanfrage von Flexispot, die dieses Video jetzt gesponsert haben. Der Schreibtisch von Flexispot ist höhenverstellbar und kann somit das Kind die ganzen Schuljahre begleiten. Es ist von der Größe optimal, finde ich. Es ist 1 m x 60 und den Tisch gibt es in 2 verschiedenen Varianten, mit rosa Beinen und in weiß. Die Serie für Kinder heißt Zahnodesk.
Am Anfang dachte ich, dass die Kinder zu viel damit rumspielen werden und die Tische viel verstellen werden. Aber es ist gar nicht der Fall, zum Glück. Die Annabelle geht sehr verantwortungsvoll damit um und liebt ihren neuen Schreibtisch. Der Opa hat uns geholfen, den Schreibtisch aufzubauen und es ging relativ schnell. Der Motor wird unten an der Tischplatte festgemacht und natürlich soll der Schreibtisch in der Nähe von der Steckdose stehen, damit er betrieben werden kann. Der Tisch ist sehr robust und stabil und hat hier an den Seiten zwei Haken, wo sie später auch ihren Schulranzen oder andere Sachen aufhängen kann. Zu dem Tisch haben wir auch einen passenden Drehstuhl bekommen. Allerdings ist er noch etwas zu groß für Annabelle und kann wahrscheinlich erst ab der zweiten Klasse genutzt werden. Selbstverständlich kann man den Stuhl genauso anpassen, so dass er mit dem Kind mitwächst und die ganzen Schuljahren genutzt werden kann. Übergangsweise haben wir so einen Stuhl von IKEA gekauft. Dieser passt ihr momentan besser von der Höhe her und die Füße können auf dem Boden bleiben. Wenn du Interesse hast, auch so einen Schreibtisch deinem Kind anzuschaffen, bekommst du noch von mir 10 Euro Rabatt auf deinen nächsten Einkauf bei Flexispot. Rabattcode und die ganze Information mit dem Link findest du in der Videobeschreibung. Und es lohnt sich, an dem Amazon Prime Day zu shoppen. Das ist am 11. und am 12. Juli. Gibt es noch ganz viele Rabatte und ich freue mich immer an diese Tage. Irgendwie suche ich mir Sachen aus und warte ab, bis das Prime Day kommt, so dass ich auch entsprechend eventuell mit Rabatt shoppen kann. Um diesen Lernbereich etwas von dem Rest des Zimmers abzutrennen, habe ich mich entschieden, diesen Bereich nochmal farblich zu definieren. Und ich habe versucht, die Farbe von diesem Ecketrickhalt zu treffen. Allerdings gibt es kleine Nuancen und Unterschiede. Trotzdem ist die Farbe sehr gut gelungen und ich finde diesen pistaziengrünen Ton sehr beruhigend und er fördert die Konzentration im Lernbereich. Abschließend wird der Lernbereich von der Pinnwand eingegrenzt. Kunst ist eine der vielen Ausdrucksmöglichkeiten für Kinder. Zum Beispiel um ihre Gefühle auszudrücken. Durch Kunst entwickeln Kinder ihre Feinmotorik. In einem Lern- und Spielbereich darf eine Kunstecke für Kinder nicht fehlen. Die Kinder sollen auch die Möglichkeit haben, ihre Mittel selber auszuwählen. Farben, Filzstifte, Wasserfarben, Buntstifte. Anschließend kann Annabelle die Bilder auf diese Pinnwand aufhängen. Später kann sie hier auch ihren Stundenplan oder andere wichtige Termine und Aktivitäten anpinnen. Ein Montessori-Regal habe ich gelassen. Hier hat Annabelle ein paar Materialien, ein paar Brettspiele, ihre Puzzles und so weiter. Die anderen Spielsachen sind im Wohnzimmer. Ich wollte sie im Kinderzimmer nicht allzu viel mit Spielzeugen ablenken. Und zum Schluss dürfen Textilien im Zimmer nicht fehlen. Durch Vorhänge und Teppich wird das Zimmer auf einmal sehr gemütlich und einladend. Ich liebe Naturfasern. Die Haptik weicher Textilien kann sofort beruhigend wirken. Für mich vermitteln synthetische Materialien nicht so viel Komfort wie natürliche Materialien. Deswegen achte ich sehr darauf, dass der Teppich aus Naturmaterialien besteht. Das ist ein Baumwollteppich, der ist super weich und man will hier nur noch barfuß laufen.
your door when I'll be coming home. I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. I'll be coming home, and I am on my way. When I'll be coming home.